Bei einem Unentschieden oder einem Sieg der Hamburger wären die Mühlis Gruppenzweiter. Was wir natürlich auch sofort unterschreiben würden, aber ein Gruppensieg, das hätte natürlich nochmal eine ganz spezielle Note für den heutigen Tag. Schiedsrichter, ein neues Gesicht im Turnier. Lukas Klasing, SSV Preußisch-Dhron. Die Hamburger gestern 1-1 im ersten Spiel gegen die Mühlis und dann ein insgesamt verdienter Sieg gegen den FC Bayern. Die Bremer gestern mit dem 1-1 gegen den FC Bayern und dann die 3-2 Niederlage gegen die Mühlis und jetzt gehen sie in Führung. Das war Thilo Töpken. Das war der Herr, den ich Ihnen im ersten Spiel empfohlen habe. Und Justin Rittgeld mit der Nummer 6 kommt von Vorarlberg. Das gibt einen Punkt. Weil er einfach von den Grundanlagen einen guten Eindruck gemacht hat. Wir schauen mal, ob wir diese Vermutung auch halten können. Die Hamburger jetzt aber antworten direkt. Das war Laurenz Knichwitz mit dem 1:1. Also gleich Feuer drin. Und was für ein Tor! Und das war der beste Hamburger am gestrigen Tage. Nikola Kozanic. Ganz humorlos hier, mit der das Ding ja unter die Latte. Zum 2-1. Also wenn der Sonntag so weitergeht, da wird es ein ja, großer Tag, denn es ist direkt das 2:2 da. Sebastian Cimek muss es gewesen sein. Also 3 Minuten, 4 Tore. So kann es weitergehen. Beide Abwehrreihen noch etwas verschlafen. Um diese frühe Uhrzeit. Das ist Pelle Hoppe, der Zehner, der Veteraner. Das ist wieder Kozanic. Also Kozanic auf der Gegenseite. Das wird der stärkste Hamburger hier im Turnier sein. Hier sieht man das schon wieder mit dem ansatzlosen Dribbling. Und dann der Abschluss. Also das ist schon ein richtig guter Spieler. Ist auch Nationalspieler. Warum? Das erkennen wir hier. Hier mit dem nächsten Abschluss. Kozanic schon der Abpraller. Landet vor den Füßen von Maximilian Geißen zum 3:2. Für die Hamburger. Also die Hamburger bringen immer wieder tolle Spieler mit. Letztes Jahr erinnern wir uns an Bihunek, an Mats Köhlert. Alles Nationalspieler gewesen und auch hier ja mit Abstand die besten Spieler des Turniers im letzten Jahr. Kozanic bewirbt sich auf jeden Fall in die Fußstapfen von Köhler. Zutreten und dann sind die Veteraner wieder im Gegenzug. Jetzt der lange Ball. Da hat Hamburg ganz schnell abgesichert. Die Chance. Und dann ist der Keeper da, der Hamburger. Bennett Schauer.
David Philipp startete da. Und auch der Schussversuch wieder. Ansatzlos. Fabian Nürnberger mit dem Schussversuch. Jetzt der Schussversuch und der Versuch mit der Hacke. Kosanic. Und dann ist der Ball wieder im Tor zum sechsten Mal in dieser Partie. Torschütze war Patrick Pfeiffer. Peter Hoppe, Kapitän. Und jetzt der Wechsel bei dem Bremer und es kehrt. Entschuldigung, Torschütze war eben Niklas Neumann. Patrick Pfeiffer spielt beim HSV. Und ist nicht wirklich bestrebt, darin Bremer Tore zu erzielen. Schussversuch wieder von Hamburg. Das war jetzt Pfeiffer. Hat er sich gleich hier in den Fokus gespielt. Da klärt er wieder. Und jetzt der Ball beim HSV-Keeper. Ballbesitz für die Hanseaten. Beide Mannschaften auch in der Regionalliga aktiv. Tabellennachbarn. SV Werder hat da leicht die Nase vorn. Zweiter Platz. Allerdings die Hamburger auf dem dritten Platz punktgleich. Beide mit 29 Punkten aus den ersten 12 Spielen. Tabellenführer der Liga übrigens der VfL Osnabrück. Allerdings mit ihrer U17-Mannschaft. Die U17-Mannschaften vom Werder und dem HSV spielen jeweils in der Bundesliga. Das war klasse gespielt. Da ist Pfeiffer. Schwunder schon quergelegt. Und vollendet von Marco Drafts. Schöne Kombination da. Und jetzt der schnelle Wechsel bei den Hamburgern. Und jetzt ist wieder Kosanic da. Oh, da war offene Sohle. Nicht geahndet. Und fast im Gegenzug. Jetzt der Schussversuch von Töpken. Jetzt das Spiel zum ersten Mal. Etwas statisch. Hamburger stehen da, bewegen sich wenig und dementsprechend auch keine Anspielmöglichkeit. Jetzt die Bremer wieder. Und den Ball hat Kosanis wieder erzwungen, indem er den Torhüter Druck gesetzt hat. Schussversuch von Drafts. Kosanis humpelt da leicht. Wollen wir hoffen, dass er sich da nichts getan hat. Spiel über die Bande und Doppelparade von Brems Nummer 1, Luca Plogmann. Schuss kam von Gnichwitz.
Da ist wieder Pelle Hoppe. Schön mitgenommen, guter Schuss aus der Drehung, aber dann das in die obere Etage. Kozanic. Da ist Kozanic wieder. Ah, der Ball war etwas ungenau. Jetzt die Bremer am Konter. Über Zavinschenke, das ist Pelle Hoppe. Lange Ball nochmal, Hoppe mit dem Kopf. Kann den Ball wieder kontrollieren, also technisch auch. Sehr beschlagen. Guter Ball jetzt für... für Venners. Nummer 8, David Philipp. Der den Ball abschrauben konnte, nachdem Joshua Freude geschossen hat. Und jetzt haben wir das 4-4. Da ist Hoppe wieder. 3,5 Minuten vor dem Ende. 3-3 im ersten Spiel, 4-4 im zweiten, die Gruppe 1. Hat uns richtig Spaß gemacht, auch gestern schon. Beide Mannschaften haben jetzt etwas Feuer rausgenommen. Diesen atemberaubenden ersten 10 Minuten. Die Bälle fliegen jetzt hier auch wieder mehr auf die Tribüne. Oh, der war abgefälscht. Schwierig für Plogmann. Aber er war zur Stelle. Zwei Minuten hier vor dem Ende der Partie. Da ist wieder Hoppe. Schöner Trick, aber dann ist Pfeiffer da. Der den Ball klärt und jetzt mit 3 gegen 2 auf die Bremer Abwehr zu rennen. Das war gut gespielt, jetzt muss der Abschluss erfolgen, aber dann geblockt, weil Hoppe gut umgeschaltet hat und nach hinten gearbeitet hat. Und da per Kopf. Da muss der Keeper nochmal hin. Tübken. Mit dem Kopfball. Die letzte Spielminute. Und wir gehen in die letzten 60 Sekunden. Ja. Dieser wirklich abwechslungsreichen Partie. Jetzt der Ball nochmal bei den Hamburgern. 40 Sekunden vor dem Ende. Das ist Drafts, Marco Drafts. Schön gespielt den Ball und dann ist die Fußabwehr. Klasse Parade da von Plogmann. War ganz wichtig. Beide Keeper so doof, dass bei 4-4 klingt. Haben ein gutes Spiel gemacht. Viele Paraden gezeigt. Es hätte auch durchaus 8-8 ausgehen können.
einige Male Willi zur Stelle gewesen. Sechs Sekunden sind auf der Uhr. Vielleicht nochmal Töpke. Nein, das ist Pfeiffer. Gibt den Freistoß. Die Zeit ist angehalten. Wenn, dann sollte jetzt direkt draufgeschossen werden und dann hoffen, dass jemand abfälscht. Genau das machen die Bremer jetzt auch. Stellen sich da vor das Tor. Schussversuch. Parade und Schluss. Auf die Linie nochmal geklärt. 4:4. Danke an Gruppe 1 für diese tolle Runde. Wir melden uns gleich wieder.